Vielleicht seid ihr auch schon genauso in Osterstimmung, wie ich das bin. Und vielleicht fragt ihr euch gerade, Ostern kommt auf uns zu, Osterfeuer, was darf ich eigentlich noch machen? Darf ich noch Eier suchen? Darf ich mich mit der Familie treffen? Und deshalb dieses kleine Video von mir für euch. Ja, tatsächlich, Ostern, ich finde es schon total schön. Ich liebe auch Familientreffen. Aber dieses Jahr an Ostern wird es natürlich ein bisschen schwierig. Und es kommt so ein bisschen darauf an, in welchem Bundesland ihr seid, wie schwierig vielleicht Ostern wird oder wie anders Ostern wird. Also man kann schon sagen, dass tatsächlich die Kontaktsperre auch auf jeden Fall für Osterfeuer trifft. Also das heißt, dass in ganz Deutschland die Osterfeuer ja sprichwörtlich ins Wasser fallen werden. Denn tatsächlich ist es natürlich so, dass Osterfeuer, ja, wie der Name schon sagt und wir alle wissen, natürlich meistens draußen, also in öffentlichen Orten stattfinden. Und da gilt eben die Kontaktsperre. Also das heißt natürlich sozusagen Versammlungen von Menschen sollen ja gerade vermieden werden und damit eben auch keine Osterfeuer. Ja, das mag jetzt schon ein herber Einschnitt sein, aber zumindest für diejenigen von euch, die zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen wohnen, wie ich das tue, habe ich so eine gute Nachricht, was Familienfeiern angeht. Es gibt besondere Bundesländer wie zum Beispiel Bayern oder auch Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin, die das sehr, sehr restriktiv lösen. Also die eigentlich auch sagen, naja, so das gilt sozusagen nicht nur die Kontaktsperre für den öffentlichen Bereich, sondern eigentlich auch für den privaten Bereich, für den Wohnbereich, die da im Prinzip sagen, es soll wirklich nur die Kernfamilie zusammen sein, aber zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen wird das großzügig gehandhabt und da wird eben gesagt, ihr könnt euch auch an Ostern treffen, aber es wird sozusagen an, ja, ich nenne es jetzt mal die Vernunft appelliert. Also sprich, es ist so, dass in NRW explizit gesagt wird, wir mischen uns noch nicht in die Wohnung ein und hoffen einfach, dass alle das ganz vernünftig handhaben. Und natürlich wird man auch an Ostern gucken und gucken, wie es insgesamt weitergeht. Denn wenn man natürlich jetzt merkt, das Ganze geht wieder in eine falsche Richtung, dann kann sein, dass auch bei uns in Nordrhein-Westfalen das Ganze stärker reglementiert wird. Und deshalb kann ich sagen, hey, rein rechtlich dürfen wir uns Nordrhein-Westfalen mehr treffen als andere, aber sollten es vielleicht auch nicht tun, denn natürlich bei uns die Infektionsgefahr ist schon sehr groß und am Ende des Tages sind bei uns bisher auch die meisten Infizierten. Also sprich, sollten wir uns das gut überlegen. Aber dürfen wir das? Wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, keine Osterfeuer, Familientreffen, ja, soll ich denn vielleicht in Urlaub fahren? Ehrlich gesagt, ich würde auch nicht in Urlaub fahren. In einige Länder kommt ihr gar nicht mehr rein. Also sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel überlegt, oh, schick Skifahren in die Schweiz. Nein, also da braucht ihr einen triftigen Grund, um überhaupt einreisen zu dürfen. Und Skifahren in der Schweiz, kein triftiger Grund. Also nee, auch Ausland ist da nicht so gut, jedenfalls europäisches Ausland. Holland geht noch, ja, aber man muss halt sagen, zum Beispiel die Provinz Seeland, die hat jetzt genauso wie wir das in Deutschland haben, schon die ja rein touristische Übernachtung in Hotels untersagt. Sprich, also die Reise könnt ihr euch vermutlich auch sparen und solltet ihr euch vielleicht auch, denn manche von euch haben es vielleicht auch sogar schon erlebt, manchmal ist man dann im Ausland und dann wird von dem Land, in dem man ist, die Grenze geschlossen, man kommt nicht zurück. Deutschland lässt euch als Deutschland natürlich immer wieder einreisen, aber wenn ihr sozusagen irgendwo anders seid, dann gelten ja nicht unsere Gesetze, sondern die Gesetze eures jeweiligen Gastlandes. Also deshalb ein bisschen vorsichtig sein. Und auch innerhalb von Deutschland, ich habe schon gesagt, sieht schlecht aus. Also rein Übernachtung zu touristischen Zwecken soll nicht sein, dürfen die Hotels auch gar nicht und entsprechend natürlich auch keine Busreisen oder bei Campingtouren gilt im Prinzip dasselbe. Der Campingplatz zu touristischen Zwecken geht halt so nicht. Also ihr seht, Ostern ist jetzt ein bisschen weniger prickelnd als vielleicht sonst, aber ihr dürft auf jeden Fall noch Eier suchen im eigenen Garten mit der Kernfamilie. Also insofern hoffe ich, ihr wisst jetzt, wo der Hase hinhoppelt. Habt trotzdem mega viel Spaß an Ostern und konzentriert euch vielleicht auf die Lieben, mit denen ihr ganz eng zusammenwohnt und habt trotzdem mega viel Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Ostern. Ja, und viel Spaß beim Eiersuchen.